Jo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video. Zuallererst abonniert den Kanal, lasst ein Follow da, lasst mal ein bisschen Welle machen wieder. Checkt auch Instagram, bevor wir loslegen. Daumen hoch und ja, ich nehme euch mal mit. Es gibt nämlich Neuigkeiten, die aber jetzt nicht so schön sind. Ihr habt es wahrscheinlich alle im Titel gelesen. Bis hier ist noch alles gut, aber wenn ich jetzt ein bisschen runterfilme, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Ey, ich lache jetzt, aber es hat mir heute Morgen echt das Herz gebrochen. Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit, im Stress sowieso, volle Kanne, einmal den Bordstein mitgenommen. Das ist schon meine zweite, Leute. Das heißt, ich muss jetzt eine dritte Frontlippe irgendwie organisieren. Und ihr wisst ja, die haben Lieferzeiten von Monaten, also mindestens mal 2 Monate. Ich habe schon angefragt. Wieder Vollpreis zahlen, weil die Firma irgendwie nicht so Lust hat auf Kollabos. Macht mal Bruderaktion, was soll das hier? Das ist schon die dritte Frontlippe, die ich Vollpreis von euch hole. Was meint ihr, Leute? Die muss jetzt erstmal ab, weil so ist peinlich. Wenn du so rumfährst, machst du dich zum Trottel, ey. Muss eine neue wahrscheinlich bestellt werden, 2 Monate ohne rumfahren und dann zum Frühjahr eine neue holen. Soll ich dann aber auch wirklich das dritte Mal in Folge diesen Style, diese Frontlippe holen? Weißt du, es kann ja auch ein bisschen qualitativ dran liegen, dass die ständig kaputt geht. Na klar. Gut, meine Dummheit auch, ja. Aber es kann doch nicht sein, das ist die dritte dieses Jahr. So, wisst ihr? Wenn ihr irgendeine geile Frontlippe für CQP kennt, schreibt sie in die Kommentare, verlinkt mich. Ich bin auf jeden Fall offen. Die sieht schon mal eigentlich sehr nice aus, hat auch ABE und so und kostet jetzt nicht die Welt. Ich glaube 150 Euro. Das kostet nicht die Welt. Aber naja, bei der Gelegenheit kann man sich vielleicht noch was Neuem umschauen. Und Leute, lasst mal zuallererst ein Abo da. Folgt bei Instagram und TikTok. So ein F an den gefallenen Bruder für seine Frontlippe, zu seinem Schaden. Ey, jetzt beginnt die Jahreszeit, wo das Auto mitgenommen wird. So dreckig, so demoliert war der lang nicht mehr. Apropos Jahreszeit. Ich will euch in dem Video auch so ein bisschen zeigen, wie ich mein Auto winterfest mache, worauf ich dabei achte. Leute, was ist das Erste, woran ihr denkt, wenn ihr an Winter denkt? Winterschlappen. Ich sag mal so, ich habe das große Glück, schöne Winterfelgen zu haben, schöne Winterreifen auch vom Querschnitt her. Von daher tut mir der Wechsel Winter-Sommer eigentlich nie so wirklich weh. Erst recht nicht dieses Jahr. Ich habe ja meine Winterreifen durchgefahren, weil ich einen Nagel im Sommerreifen hatte. Ich habe jetzt welche von Hankook. Mein Tipp, neue Winterreifen, gutes Profil. Sucht euch einen schönen Querschnitt. Es müssen keine Wurstreifen sein, es müssen keine 17 Zöller sein. Ich habe schon AMGs gesehen, neue E63S. Mit 17 Zoll, nicht mal AMG-Felge, also 17 Zoll Stanni-Felge. Boah, denke ich mir, ein halbes Jahr willst du so rumfahren? Das tut doch weh, das ist doch verschenkte Zeit mit dem schönen Auto, optisch jetzt. Neben vielen kleinen Bordsteinmacken habe ich hier meine, das ist das Winter Icept Evo irgendwas, Evo 2, glaube ich, steht hier oben. Kleiner Tipp, achtet immer drauf, dass dieses MS-Symbol drauf ist, hier. Neben der schönen Kerbe, die ich mir auch vorhin, also heute Morgen, mit der Lippe zugezogen habe, steht MS, das steht für Matsch und Schnee. Das heißt, rein theoretisch, der Gesetzgeber sagt, nur wenn Matsch und Schnee liegt, müsst ihr die drauf haben. Das heißt, wenn es morgen schneit und übermorgen nicht mehr, könntet ihr die wieder umrüsten. Genau, dort nochmal auch immer gucken. Die hier sind jetzt 2 Jahre alt. Wie scheiße sieht das aus mit der abgebrochenen Lippe da? Oh Mann. Winterreifen, erster Check. Es gibt keine Regel, Oktober, Ostern oder so ein Quatsch, sondern macht ihr einfach drauf, wenn es anfängt zu frieren. Wir haben jetzt die ersten Minusgrade, schon den ersten Salz, erste Frost auf dem Boden. Da macht es Sinn, auf Winterreifen umzusteigen. Macht es auch wegen Versicherungsschutz und all dies. So lasst das nicht so schleifen. Vor allem, wenn es euer Daily Driver ist, wie bei mir. Stichwort Daily Driver, damit ihr nicht in den morgendlichen Stress kommt und pünktlich zur Arbeit, wenn ihr den Wagen auffindet. 2 Tipps. Vor allem beim Coupé müsst ihr darauf achten, dass euch die Türen nicht zufrieren. Hier rahmenlose Türen, das tut besonders weh, wenn die zufrieren. Ihr robbt da an der Scheibe rum, uff, hatte ich schon alles. Müsst ihr nicht machen. Kleiner Tipp von mir, vorher, nicht erst wenn es gefroren ist, sondern vorher holt ihr euch so ein, was ist das, so Gummipflege, Kunststoffpflege, sowas zum Einfetten oder geschmeidig machen. Verlinke ich euch in der Beschreibung. Denkt auch dran, bei Waschguru bekommt ihr mit dem Code AMIR10 10% auf alles, falls ihr noch Scheibenenteiser oder Frostschutzmittel und so weiter sucht. Gerne mal abchecken, alles verlinkt. Den benutze ich gerne, weil der halt so einfach ist. Guck mal, hier beim Coupé hast du eigentlich nur so Gummidichtung und die müssen halt alle geschmeidig bleiben. Auch auf der Seite nicht vergessen. Ne? Also viele machen nur die Türseite, aber vergessen dann hier einzuschmieren. Guck mal Leute, ja, wenn ich das aufkriegen würde. Das ist eigentlich sehr praktisch. Wie das gute alte Schuhputzmittel zu Hause. Ein bisschen den Schwamm aufsaugen lassen und ihr seht schon hier,
ist es feucht, hier ist noch sehr trocken. Macht das auf jeden Fall, unterschätzt das nicht. Einmal natürlich wegen dem Thema Frostschutz, dass es nicht so anfriert und ihr euch die Gummis abreißt. Aber auch natürlich, um die Gummis zu pflegen, macht das einfach alle 2 Wochen oder nach jeder Wäsche. Und dann bleiben die Gummis auch geschmeidig. Und ich finde, meine Gummidichtungen sind in einem sehr, sehr guten Zustand. Da habe ich schon Coupés und andere Autos gesehen, da fliegen die schon ab. Dann Leute, das Thema, was auch jeden Morgen auf euch zukommen könnte, Eiskratzen. Das wird mein erster Winter mit Garage, ich bin so dankbar. Deswegen werde ich das hoffentlich nicht mehr so oft machen müssen. Aber wenn die Scheibe mal richtig vereist ist, und ich meine richtig, dann hilft euch kein Scheibenkratzer von der Tankstelle, vom Baumarkt oder was auch immer, sondern ihr braucht was Anständiges. Den hier kennen wahrscheinlich viele von euch. Der wird auch in, ich glaube, Schweden oder Finnland oder irgendwo sehr kalt ist, auch sehr oft verkauft. Ist mit einer Messingklinge, richtig schön präzise und einer Gummilippe, der Eiskratzer. Verlinke ich euch in der Beschreibung. Leute, der ist nicht teuer und ich schwöre auf den, seit 4 Jahren nutze ich den. Viele von euch haben den safe auch, da wette ich drauf. Und ey, ich habe den Kollegen, Freunden, Bekannten, Familie verschenkt, weil sowas braucht man. Das ist ordentlich und macht euch da keine Sorgen mit irgendwelchen Kratzern. Diese Klinge ist präziser und schonender, wenn ihr sie richtig anwendet, als jeder komische plastikgefranste Kratzer, den ihr irgendwo an der Tankstelle geschenkt bekommt. So, tut euch einen Gefallen, das geht auch 1000-mal einfacher mit dem. Natürlich könnt ihr auch Scheibenenteiser-Sprays nehmen. Da gibt es auch sehr gute, die auch wirklich effektiv sind. Ich mag die Sauerei nicht, wenn ich dann irgendwie Schlieren auf der Scheibe habe, bin ich kein Fan von. Aber wenn ihr einen nehmt, nehmt einen guten, der euch nicht die Scheibenwischer austrocknet, weil Scheibenwischer ist das nächste Thema. Sehr wichtig, klare Sicht im Winter kriegt ihr nur, wenn die Scheibenwischer auch ordentlich sind. Es gibt nichts Beschisseneres, als in einem Schneeregen auch noch eine schlierige Scheibe zu haben, weil es nicht richtig wischt. Deswegen, ich habe meine letztes Jahr getauscht, die sind noch ordentlich. So, wer sich fragt, ich habe hier von Bosch die Aero Twins, sehr zufrieden, laufen sehr gut, sehr ruhig. Also wie man hier auch an dieser Spur sehen kann, wirklich präzise. Wenn da mal was schliert, dann ist es nur wegen grobem Schmutz, aber vom Ding her sind die top. Wenn ihr noch die von Mercedes habt, die haben hier, glaube ich, so eine Markierung, die wird nach einer Zeit gelb, dann wird es Zeit für neue, sagt Mercedes jedenfalls. Meine Erfahrung hat gesagt, wenn die gelb werden, geht noch eine Saison, aber achtet drauf, dass die nicht irgendwie spröde werden oder rumruckeln, sonst macht ihr euch keinen Spaß beim Fahren. Dann das Thema Autopflege im Winter. Ja, das macht keinen Spaß, Leute, kann ich euch schon mal sagen. Im Winter kannst du in die Waschbox rein, 2 Stunden Auto waschen, rausfahren und direkt wieder zurück. Falls du trotzdem Bock hast, Handwäsche und Autowaschen im Winter, schau mal ein Video dazu, ist eins meiner ersten, so worauf man achten muss. Wärmsten Tag in der Woche aussuchen, warmes Wasser mitnehmen, nicht zu lange da chillen und gib ihm. Ansonsten, Bruder, es ist Winter. Wasch nur, wenn du musst. Es macht keinen Spaß. So, der Wagen bleibt nicht lang sauber. Du frierst dir die Hände ab. Und wenn du rausfährst, ist er wieder genauso dreckig wie vorher. Einzige Ausnahme, wenn du durch einen Salzsturm fährst auf der Autobahn. Schreibt mal, wem das auch passiert ist. Wenn vor euch so ein Streuer fährt und die ganze Front so einen abbekommt, dann besser einmal absprühen mit fleckenfreiem Wasser an der nächsten Waschbox und direkt weiter. Ansonsten, wie gesagt, im Winter ein bisschen Ball flach halten, Autopflege so beiseite. Lieber darauf achten, dass der Wagen gut durchkommt. Stichwort gut durchkommen, ne? So eine Sachen wie Frostschutz und Motoröl und sowas muss ich gar nicht erwähnen, Leute. Ihr wisst da, glaube ich, Bescheid. Ihr müsst mindestens mal vor dem Winter, bevor es anfängt zu frieren, euren Frostschutz checken. Minus 20 Grad ist Minimum, besser minus 25, minus 30 Grad. Da gibt es so Geräte, die könnt ihr da einfach rein und mit dem Schlauch ansaugen, verlinke ich euch in der Beschreibung, der checkt euch dann sofort eure Temperatur. Frostschutz nicht mit Wasser nachfüllen, ich glaube, das muss ich auch nicht erwähnen, weil Wasser Gefrierpunkt 0 bringt euch gar nichts, das verdünnt nur euren Frostschutz. Immer spezielles Frostschutzmittel im Motor und da am besten zu einem Fachmann, Leute. Ich sage euch ehrlich, ich bin kein großer Motorenkenner, so bei mir geht es mehr um die Optik. Deswegen lasst es vielleicht auch mal in der Werkstatt eures Vertrauens einmal abchecken, die Flüssigkeiten, Motorölstand, ne, weil im Winter bei der Kälte setzt es eurem Aggregat richtig zu. Auch so eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, wenn es um Winter und Waschen geht, Unterbodenwäsche. Ist es sinnvoll, so eine Waschstraße aufzusuchen und einmal den Unterboden durchzuspülen? Meine Meinung, nein. Habe ich jetzt wirklich seit Jahren nicht gemacht, werde ich auch nicht tun. So, mein Unterboden sieht top aus. Ich meine, die modernen Autos haben so einen guten Schutz,
dass ihr im Gegenteil sogar, wenn ihr da richtig die Lanze reinhaltet, manchmal sogar das Salz und die Korrosion an Orte bringt, wo sie sonst gar nicht gekommen wären. Also meine Meinung, lasst das. Wenn es sein muss, haltet ein bisschen so beim fleckenfreien Programm die Lanze von unten schräg rein, aber besser nicht. So, die beste Unterbodenwäsche ist eine Fahrt bei starkem Regen. So, macht euch da mal keine Sorgen, bei den modernen Fahrzeugen jedenfalls. Oldtimer und so, Youngtimer, andere Frage. Da müsst ihr echt aufpassen, am besten Unterboden versiegeln lassen, so, aber trotzdem nie durch die Waschstraße. Ja Leute, der Wagen steht immer noch, muss ich sagen, für den Wintermodus schön da. Ich meine, ich fahre den das Jahr durch. Das ist mein Daily. Deswegen passieren so dumme Sachen wie an der Front. Deswegen kriegst du halt mal einen Bordstein nach dem anderen ab mit der Felge, wenn du halt einfach Tag und Nacht mit dem Auto unterwegs bist und manchmal auch ohne nachzudenken. So, wegstecken, reparieren. Ihr kennt meine Cleanup-Reihe hier oben verlinkt. Da habe ich mich diesen ganzen Sommer drum gekümmert. Alle Macken beseitigt. Und ey, dann gibt's halt im Frühjahr Cleanup Reloaded. Ich habe eh richtig geile neue Felgen im Keller liegen. Schön konkav. Bleibt da gespannt. Die werden euch sehr gut gefallen an dem Auto. Mehr sage ich dazu nicht. Grüße an Boberg, der weiß, welcher Satz kommt. Tauscht euch in den Kommentaren aus. So, jeder Tipp ist Gold wert für den Winter. Wie kommt man am besten durch? Ne, irgendwelche Sachen, die ich vergessen habe vielleicht. Ne? Also ich denke, das ist jetzt so das Wichtigste gewesen. Thema kalt und warm fahren, das wisst ihr. Motor nicht warm laufen lassen, das bringt keinem was. Warm fahren, wenn er morgens richtig kühl ist, wartet, bis der Drehzahlmesser unter 1 geht und erst dann losfahren. Ansonsten, falls mal hinten aus dem Auspuff richtig schön weißer Rauch kommt, keine Sorge, das ist Kondenswasser. Ne? Manche denken ja irgendwie, der Motor qualmt, aber das sind alles so diese Wintereffekte, wisst ihr? Jüngeren Zuschauer, für die das vielleicht erste Winter mit dem Auto ist, kleiner Tipp. Ja, ansonsten Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, lasst ein Follow da. Vielleicht machen wir 12.000, 13.000 mal Ende des Jahres fertig. Gerne mehr bei Instagram, TikTok auch vorbeischauen. Ne? Schreibt einen Kommentar. F in den Chat für die Frontlippe. Und falls ihr da noch einen Tipp habt, sagt mir gerne Bescheid. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.